Wir haben nun ein passendes Repositorium ausgewählt und möchten dort nach Forschungsdaten suchen. Aber wie funktioniert dieses Datenarchiv eigentlich? Und wie soll ich genau vorgehen, um die relevanten Forschungsdaten schnell und einfach zu finden? Repositorien und Datenarchive funktionieren so ähnlich wie Bibliothekskataloge. Sie stellen eine Suchoberfläche bereit, in der wir unsere Suchanfrage formulieren können. Sehen wir uns an, wie eine solche Recherche aufgebaut sein könnte. Hierfür nutzen wir das GESIS Datenarchiv, ein Repositorium für sozialwissenschaftliche Forschungsdaten. Bei einer Recherche ist die Verwendung von richtigen Suchbegriffen von zentraler Bedeutung. Der Suchbegriff kann dabei in Form eines Stichwortes oder eines Schlagwortes verwendet werden. Ein Stichwort ist ein Wort, das irgendwo innerhalb eines Dokumentes vorkommt. Also zum Beispiel im Titel des Dokuments oder in dessen Abstract. Das verwendete Stichwort können wir frei formulieren. Für unsere Beispielsuche in GESIS nehmen wir das Stichwort Schule. Nun finden wir Datensätze, die unser Stichwort zum Beispiel im Titel und in den Angaben zum Autor enthalten. Unser Suchbegriff Schule wurde dabei automatisch um bestimmte Wortanfänge und Endungen wie Schulen und Hochschule erweitert. Dies liegt daran, dass die Trunkierungsfunktion von GESIS automatisch in den Voreinstellungen aktiviert ist. Der Begriff Trunkierung bezeichnet hierbei das Erweitern von Suchbegriffen um beliebige Buchstaben. Es spielt dabei keine Rolle, welche und wie viele Buchstaben dem Begriff vor- bzw. nachstehen. Wir können aber auch die automatische Trunkierung im GESIS-Datenarchiv abschalten. Dadurch können wir selbst entscheiden, ob und wo wir unseren Suchbegriff erweitern wollen. In GESIS können wir dies mit Hilfe des Sternsymbols kennzeichnen. Dieses Trunkierungszeichen schreibt der Suchmaschine vor, an welcher Stelle der Suchbegriff erweitert werden soll. Die Suchmaschine kann also so entweder genau nach dem Suchbegriff suchen oder diesen davor oder danach erweitern. Als Suchbegriffe können auch Schlagwörter dienen. Im Gegensatz zu Stichwörtern sind diese aber nicht frei formulierbar. Ebenso müssen diese nicht unbedingt im Titel oder in der Beschreibung des Datensatzes vorkommen. Alle Datensätze werden beim Archivieren nämlich bestimmten Schlagwörtern zugeordnet, um Inhalte der Forschungsdaten zusammenfassend zu beschreiben. Im GESIS-Datenarchiv finden wir entsprechende Auflistungen, indem wir auf die Felder Kategorien oder Themen klicken. Wenn wir also Schlagwörter für unsere Suche verwenden möchten, müssen wir die Begriffe diesen Listen entnehmen. Hier ein Beispiel. Wir suchen nach Daten, die der Kategorie Sozialpolitik zugeordnet sind. Dabei finden wir auch Daten, bei denen das Schlagwort Sozialpolitik nicht unbedingt im Titel steht. Für die fremdsprachige Dokumentensuche erweist sich die Schlagwortsuche als besonders vorteilhaft. Denn im Gegensatz zu einer Stichwortsuche werden bei einer Schlagwortsuche Datensätze in verschiedenen Sprachen mit in die Recherche einbezogen. Bei der Recherche in Repositorien ist es möglich, Suchbegriffe unterschiedlicher Arten miteinander zu verknüpfen, zum Beispiel Stich- und Schlagwort oder Titel- und Primärforscher. Die Verknüpfungen können Sie mit Hilfe der logischen Operatoren und, oder, sowie, aber nicht durchführen. Der Und-Operator findet alle Datensätze, in denen beide unserer Suchbegriffe vorkommen. So können wir nach Datensätzen suchen, die zum Beispiel das Wort Umfrage im Titel enthalten und auch gleichzeitig der Kategorie Beruf zugeordnet sind, indem wir die Begriffe per Operatorfeld mit dem Wert und verknüpfen. Die gleichen Suchbegriffe mit dem Operator oder verknüpft ergeben jetzt eine größere Treffermenge als zuvor. Nun wird ein Datensatz gefunden, wenn auch nur einer der Suchbegriffe vorkommt. Verknüpfen wir unsere Begriffe mit Hilfe des Operators aber nicht, können wir einige Datensätze von vornherein ausschließen. Jetzt werden nämlich keine Dokumente aus der Kategorie Beruf angezeigt, wenn sie das Wort Umfrage im Titel enthalten. Unsere Recherchestrategien lassen sich auch auf die Suche in anderen Repositorien anwenden, jedoch können exakte Namen und Syntax einzelner Suchmaschinen variieren. Beachten Sie die Hilfstexte des jeweiligen Suchdienstes, um sich über die Ihnen zur Verfügung stehenden Recherchewerkzeuge zu informieren. Die Hilfstexte werden entsprechend gekennzeichnet sein.
Dank dieser durchdachten Recherchestrategie konnten wir unsere gewünschten Forschungsdaten schnell finden. Nun müssen wir bewerten, ob wir die gefundenen Datensätze auch nachnutzen können. Doch welche Kriterien sollten Forschungsdaten denn erfüllen, um als nachnutzbar zu gelten? Das erfahren Sie in diesen Videotutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen!